Das Spiel warnt mich übrigens nicht mehr, dass Reign of Giants für erfahrene Spieler ist. Das habe ich schon mal gesagt, glaube ich. Oder bemerkt. Das heißt, ich habe wohl Erfahrung gesammelt. So. Auch wir wieder begrüßt von unserem Freund hier Maxwell. So, Barbarenbraut. Beginnt mit einem Battle Spear sogar. Ein Schlachtspeer, einem Kampfspeer. Einem Kampfhelm. Und vier Stück Fleisch. Okay, Blümchen. Blümchen sind für Versager. Wir wollen Raben und Hasen. Und da ist schon jemand gestorben. Tja, leider bin ich zu langsam für die Hasen. Aber zum Glück ist ja schon die Falle, die wir brauchen, direkt hier. Und hier haben wir Gold. Gold ist gut für die Science Machine. Ich habe das Gefühl, hier fehlen ein paar Menüs, ha? Die ganzen Essenssachen kann sie nicht machen. Sie fühlt sich zu Hause in den Wäldern, ja. Doch, die ist so ein krasser Unterschied zu allem bisherigen. Beeren. Gucken wir mal, was sie sagt, wenn wir Beeren pflücken und essen wollen. This is not food fit for a warrior. Und schön, alles mit Umlauten, weil das klingt ja norwegisch. Okay, weg mit den Beeren. Ah, Moment. Die könnten trotzdem praktisch sein. Denn wir können sie immer noch an Schweine verfüttern und... Moment, nein. Ach, egal. Ich nehme sie einfach mal mit. Wer weiß, was noch so geschieht. Im schlimmsten Falle verrotten sie und dünnen mir als Dünger für was auch immer. Ein Touchstone, sehr schön. Unser zweites Leben schon mal direkt. Nicht, dass ich vorhätte zu sterben. Kann ich diesen Speer hier werfen, irgendwie? Sieht nicht so aus. Also wirklich ein Nahkampfspeer. Direkt mal Marmor, okay. Dann baue ich einfach mal den Kram hier ab. Ob sie dann mit Monsterfleisch auch zufrieden ist oder ob ihr das auch schlecht tut. Na, wie dem auch sei, jedenfalls sollten wir viele Fallen bauen. Mit der guten Dame. Schon wieder vergessen, wie sie eigentlich richtig heißt. Wigfried? Wigfried. Okay, Bäume sind zwar für Versager, aber Holz brauchen wir trotzdem. Und zwar... von diesem schönen Baum hier. Wie sieht's denn bei ihr aus? 120 geistige Gesundheit, wahrscheinlich 125 ursprünglich, 200 Lebensenergie und 100 Hungerpunkte. Okay. Damit kann man arbeiten. Weiß sie irgendwas von Rezepten? Sie kennt den Hammer. Sie kennt die üblichen Sachen. Den Sonnenschirm. Science Machine brauchen wir noch. Da brauchen wir noch Holz für. Und sie kann den Battle Helm von Anfang an. Wahrscheinlich braucht sie auch eine schöne Rüstung. Das wäre nicht schlecht. Aus Gold wird er gemacht. Okay. Na gut, na gut. Dann... wollen wir mal noch etwas Holz besorgen? Den Marmor hier könnte ich auch eine gute Rüstung draus machen, wenn es genügend wird. Sollte ich eigentlich direkt abbauen. Eine Schaufel kann ich leider noch nicht, um die Stümpfe auszugraben. Okay, Marmor. Ich brauche 12 Marmor für eine Rüstung. Keine Äste mehr. Hier oben gibt's ein paar. Weiß sie schon mal, wie man Vogelfallen baut? Nein, weiß sie natürlich nicht. Das wäre dann sehr wichtig, weil Vögel geben immerhin Fleisch. Und eigentlich möchte ich den ganzen Kram hier noch abbauen, bevor die Nacht kommt. Mal die Marmorstatuen noch
erledigen. Oh, ich habe immer dieses Bedürfnis, jetzt hier Beeren zu sammeln, aber in Wirklichkeit brauche ich sie überhaupt nicht mehr. Zack, 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 zack. Marmor. Und natürlich nicht genug für eine Rüstung. Ich glaube, man kriegt immer so ungefähr 8. Bei diesen Marmordingern, Marmorbauwerken. Bin ja schon mehrfach auf solche Stellen gestoßen. Und zwar immer sowas in dieser Gegend. 8 Marmor, mehr oder weniger. So, für eine Feuerstelle soll es ja reichen. Oder? Tut es ja. Wunderbar. Dann machen wir mal noch den Kram hier kaputt. Sehr schön. Und dann fällen wir noch ein paar von diesen schwachen Bäumen hier. Schwächlich. Okay, einmal ein kleines Lagerfeuer. Ja. Und ich würde sagen... Tja, ich würde sagen, es wird direkt Zeit für eine Science Machine. Und wir lernen die grundlegenden Rezepte, die wir für sie auf jeden Fall brauchen, nämlich die Vogelfalle. Naja, schauen wir einfach mal. Ich stelle meine auf. Die können ja jederzeit noch welche nachbauen. Wenn ich einen Bauplatz hier finde, irgendwo. Achso, ging ja. Okay, wir wollen auf jeden Fall Bretter erforschen, das stimmt wohl. Vogelfalle, was brauchen wir denn dafür? Seide, ach, lächerlich. Lästig, meine ich. Aber wir können auch die anderen Food-Sachen erforschen, sie kann das also doch. Sie hat nur noch nichts davon, gar nichts. Wäre auch komisch gewesen, wenn wir es gar nicht erforschen könnten. Tja, gar nicht so viel, was wir Neues erforschen können. Nämlich nur Bretter und Cut Stone. Und nicht mal einen Rucksack? Haben wir nicht genügend für einen Rucksack? Wir haben nicht genügend für einen Rucksack. Okay. Dann braten wir doch mal einer ein Fleisch. Immerhin, das ist sehr effizient. Okay, und die Samen... Weg damit, braucht kein Mensch. Beeren braucht kein Mensch. Okay. Dann wollen wir mal schnell noch die Sortierung ändern hier. So vielleicht. Das erscheint mir sinnvoll. Okay. Oh, Bären. Und dann müssen wir mal Zeug... Oh, ein Schwein. Wer ist hungrig? Na dann, greif zu. Hat es jetzt gegessen? Und uns nichts hinterlassen? Fies. Okay, ich gebe ihm Bären. Sauer sind, wenn ich mich an ihrer Farm bediene? Brauche ich ja eh nicht. Was ich brauche, sind Zweige und Gras. Okay. Das ist ein Test wert. Okay. Kämpfen kann sie. So viel ist schon mal klar. Was sagt sie zum Monster Meat? Ich werde es auch braten. Das sieht nach Wüste aus hier oben. Nicht ganz so toll. Oh, und ich sollte die Folge beenden, merke ich gerade. Dann mache ich das mal gerade und wahrscheinlich
Ja, ich mal schauen, wie ich zusammenschneide. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Don't Starve Folge 40 mit unserer Warrior Princess Wigfried, die auf der Suche nach Gras ist für einen Rucksack. Zweige und Gras. Zweige und Gras. Ich glaube, ich brauche noch ein Gras. Wer hat das Gras weggeraucht? Wo ist nur Gras? Kein Gras? Ist ja unglaublich. Ich versuch's mal hier ums Eck. Bald geht uns das Essen aus. Noch keine Karotten gefunden, um Hasen anzulocken. Und noch keine Seide, um Vogelfallen zu bauen. Müssen wir uns tatsächlich von Monsterfleisch ernähren? So, Gras ist da. Das müsste dann noch reichen. Einmal zurück zur Wissenschaftsmaschine. Hier ist sie. Und dann möchten wir einen Rucksack. Und eine Schaufel. Und die anderen beiden Sachen sind mir wie immer egal. Der Rucksack ist mir wichtig. Gut, Holz haben wir noch. Aber für ein gutes Feuer braucht es auch Gras. Oder Steine. Steine hätten wir. Also für die Nacht wäre erstmal gesorgt, aber Gras wäre schon praktisch. Ich könnte natürlich auch die Schweine erledigen. Die sind immer... Das ist eine wandelnde Braten hier. Und da oben ist ein Häschen, das ist mir aufgefallen, aber ich habe keinen Köder. Und ohne Köder wäre das ja einfach nichts. Bisschen steinig, die Gegend. Sagte er und kam in ein Gebiet, das komplett nur aus Stein besteht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nimmt das nochmal ein Ende. Ich könnte jetzt ja stundenlang verbringen und Zeug abbauen. Vielleicht springe ich halt einfach durchs Wurmloch. Ach, warum nicht? Was gibt's zu verlieren? Zack. Hey, that was a sloppy adventure. Der Abend kommt. Und was uns fehlt, sind Grashalme. Und noch mehr Stein. Na toll. Okay. Weit im Norden bin ich gelandet. Dann laufe ich doch einfach mal an der Gebietsgrenze hier vorbei und schau mal, wo mich das hinführt. Ich sehe schon, sie verhungert auf jeden Fall. Mehr Marmorbäume. Und solche Viecher. Oh Gott. Oh, ob die Gears haben? Ich bin doch hier eine Warrior Princess, oder? Ich kann auch kämpfen. Ah, probieren wir es einfach mal. Los geht's. Wow, aber sie hält schon was aus an Schaden. Okay, das Vieh ist leicht hart. Obwohl, nö, es geht sogar. Ja, also, das gefällt mir ganz gut mit dem Kämpfen hier. Mein Gott. Das Zeug trifft überall. So, wir brauchen Feuer, schnell.
Puh. Okay. Das war knapp. Okay, braten wir erstmal Monster Meat und schauen mal, was sie da draus macht. Oder was sie dazu sagt. Okay, gefällt ihr nicht so gut. Was macht das? Das zieht Lebensenergie ab. Und geistige Gesundheit. Aber hilft trotzdem. Ich esse noch eins. Gut. Dann greifen wir uns unsere Spitzhacke. Und bauen mal hier die restlichen Marmordinger ab. Dann können wir uns nämlich bald eine Marmorrüstung leisten. Hier ist ein schlechter Ort zum Bleiben. Geistige Gesundheit geht runter wie nix. Ich werde gleich Blümchen sammeln gehen müssen. Aber es reicht jetzt für eine Marmorrüstung. Oder sollte reichen. So. Vielleicht ist wieder Tag, dann kann ich hier weg. Hier oben ist auch... Ja, hier geht es langsamer runter. Vielleicht brate ich mir noch einen Braten. Und verspeise den. Wunderbar. Okay, nehmen wir unseren Speer wieder in die Hand. Und dann verschwinden wir von hier. Oh, so viel Marmor. Okay, ich bin auf der Suche nach Blumen. Das sind diese süßen kleinen Dinger, die so im Wald rumwachsen normalerweise. Offensichtlich hier aber nicht. Nehmen wir erst noch ein paar Äste mit. Die kann man immer gebrauchen. Und wir haben 10 Gears. Mal gucken, wofür die gut sind. Und wieder Steine. Furchtbar. Gibt es hier nicht mal was anderes als Steine? Mit jedem anderen Charakter würde ich mich freuen, aber mit ihr? Wo sind die leckeren Blümchen? Es gibt keine. Gibt es echt keine? Grausam. Es ist alles so grau und grau hier. Goat? Gibt Fleisch. Ist ja schön. Und gar nicht mal so wenig. Valhalla erwartet dich. Oder mich. Einen von uns. Oh, das Kämpfen hat sie echt drauf. Nur Gras. Endlich Gras. Okay, wir haben Grasland. Fehlen nur noch die Karotten. Dann können wir uns Hasen anlocken, so viel wir wollen. Weil, vielleicht geht es eigentlich auch mit Gras. Hasen fressen doch bestimmt Gras. Nee, geht nicht. Und hier gerade so abgenagtes Gras rumhing. Ich höre die Wölfe. Ich weiß, dass sie da sind. Okay, Monsterfleisch war eine dumme Idee. Ein Thermalsensor. Und eine Kiste. Huch! Irgendwas war böse hier an dieser Kiste. Ich weiß nicht was, aber ich plündere sie mal. Eine Eisbox. Mit einer Wassermelone. Huch, bin ich vergiftet? War das eine mit einer Falle versehene? Hitze, Hitze! Ich überhitze. Was ist das denn? Eine Doorway zum Adventure? Okay. Wir müssen Maxwell finden. Wir müssen 5 Welten überleben.
Jede zufällig generiert und mit einer neuen Herausforderung. Sollten wir sterben, landen wir zurück bei diesem Portal, aber verlieren allen Fortschritt. Okay. Ach, wisst ihr was? Los geht's. Interessant. Okay. Sehe ich zum ersten Mal dieses Portal.